Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich für dich Islands Whisky Brennereien Ranking so ein bisschen im Tiermaker. Tiermaker ist eine Webseite, wo man solche Rankings erstellen kann. Dieses Ranking habe ich nicht erstellt, daher ein Gruß an den lieben André, also Whisky Tales. Macht ja letztes Jahr auch mal wieder viele Videos. Hab damals hier diese Listen angelegt, das heißt ja für die verschiedenen Islands, Lowlands, Highlands und so weiter. Richtig schöne Listen an. Erstellt, die man verwenden kann. Das habe ich einfach gemacht. Hab dann hier, so, er hat diese Listen mit den ganzen Logos von den Brennereien versehen. Und ich dachte, ich mache das auch mal. Ich fand das ein cooles Thema. Man kriegt mal so einen Einblick, wie der ein oder andere auf die Brennereien guckt. Er hat ja aufgerufen, mach das mal nach. Ich fand das eine coole Idee und habe gedacht, ich ziehe das jetzt auch mal durch. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wir sehen ja hier im Bildschirm die Favoriten, gute Brennereien, okay, ausbaufähig, mies. Einfach mal so eine Stufe 1 bis 5. Ja. Mies. Ja, bin mal gespannt. wenn wir uns hier mit den Islands beschäftigen, man kann ja hier dann die Brennereien so ein bisschen verziehen. Hier fängt es schon an, schwierig die Brennerei auszusprechen. Dirk Distillery. Aberhin, Dirk. Ich habe tatsächlich eins davon getrunken. Also einmal schon länger so ein Malt, dann Dirk Distillery. Ich hätte jetzt gesagt, wo ordnet man die ein? Ausbaufähig. Warum? Kleine Brennerei liegt daneben. Ich glaube, neben der Isle of Harris. Oder gehört dazu. Also, es ist etwas, wenn wir über die Islands sprechen, da musst du schon bewusst irgendwie in die Hybriden fahren, um dir das anzuschauen. Man merkt, selbst ich kenne die Brennerei kaum. Ich hatte tatsächlich beim letzten Trump Talk, wo wir waren, eine Abfüllung im Glas, weil jemand was mitgebracht hat. Das war entweder Dreijähriger oder Spirit. Noch sehr junges Zeug, deswegen ausbaufähig, weil ich glaube, was sie machen, war jetzt nicht verkehrt. Aber man hat schon gemerkt, gerade in so einem Abend, wenn du dann mit vielen älteren Schotten dich irgendwie messen musst. Schwierig. Ist einfach junges Destillat, wo man dann auch noch merkt, okay, das ist so ein bisschen wie die deutschen Brennereien. Ja, also die haben es schwer. Man merkt, da ist was, das ist noch nicht so groß ausgebaut. Also von daher würde ich mal ausbaufähig machen. Ich habe sehr wenig getrunken. Ne? Es gab halt irgendwie drei Stück, irgendwie, die man kaufen konnte, wurde mir gesagt, von demjenigen, der das dabei hatte. Ich hatte mal irgendwann, war das halt so ein Spirit oder das war ein Harris. Also alles noch sehr, sehr jung. Ja, und ein bisschen spezieller, würde ich sagen. Aaron, ihr wisst ja, ich habe Probleme mit meinen Aaron. Ich würde aber sagen, Aaron ist okay. Ich habe immer wieder gute Brennerei-Whisky, ich habe schlechte. Es gibt Top-Dinger. Gerade bei den Unabhängigen. Letztens habe ich wieder einen gekauft von Malt of Scotland. Von diesen Woodfinish-Serien war ich damals so ein bisschen durchwachsen. Dann kam ein bisschen was. Der 18er hat mir mal gefallen. Ich hatte letztens dann, war das der 21-Jährigen oder nee, 18-Jährigen. Irgend sowas von den neueren im Glas, wo ich dachte, scheint wohl aber auch von Batchen sehr, sehr abhängig zu sein. Also Aaron ist bei mir. Ja, es gibt manche, die gut sind, es gibt manche, die ausbaufähig sind. Von daher gut für mich. Ben Bacula oder wie sie gesprochen werden, noch nie im Glas gehabt, lasse ich einfach mal hier unten. Highland Park. Ist das ein Favorit, gerade wenn wir in den rauchigen Bereich sind, Einsteiger. Was sie zuletzt machen mit dem ganzen Marketing und so. Ist schwierig. Ja, ich denke, Highland Park kann man hierbei gut einordnen. Mir gefällt Highland Park, die alten gefallen mir. Von den neuen muss ich aber auch sagen, das ist so der Abwärtstrend. Früher hätte ich gesagt, Highland Park top. Ja, Highland Park ist hier oben anzusiedeln. Mittlerweile, ich kriege zu wenig. Wenn, dann sind das Secret Orkneys, ne, da hatte ich ja den Signatory letztens, die haben brutal gute Dinger. Deswegen könnte man das schon zu den Favoriten nennen. Bei mir jetzt ist jetzt nicht so, dass ich jedem Highland Park hinterherjage. Ich trinke sie gerne, gerade die Unabhängigen. Die Originalprodukte wird immer weniger, weil sie halt auch schwer, ja, nicht mehr attraktiv sind. Wenn man dann hört, bei Brennereiführung, man muss vor Ort sein, muss dann irgendwelche teuren Touren buchen oder da wird dann irgendwie ein junger Whisky oder verhältnismäßig junger Whisky für irgendwie 200 Pfund fast rausgeballert. Der Trend geht so ein bisschen runter. Von da würde ich sie bei gut einordnen, weil der Stoff ist dann doch eher in der Regel ja, sehr gut, aber es ist halt nicht mein Favorit, muss ich sagen. Jura.
Ja, würde ich auch okay einordnen. Gibt bestimmt den einen oder anderen, der jetzt sagt, boah, Jura, ausbaufähig, was die da gemacht haben, puh, schwierig. Das sehe ich tatsächlich nicht so. Ich hatte einige Jura, die mir gefallen haben, auch unabhängig, auch diese Road-Dinger. Letztens auch wieder von den früheren Jahren einen gehabt. Auch einen Yellowstone gehabt, der gut war, und einen Yellowstone mit 40%, der schlechter war von den alten Map-Labeln. Also Jura, ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, in Limburg auch einen Jura, der mich so abgeholt hat. Also diese 30-jährigen Juras, die es aktuell immer mal wieder bei einem Unabhängigen gibt, da sind echt grandiose Dinger dabei. Von daher, ich sage Jura okay, auch wenn es ein paar Brennereien gab, die jetzt echt gut waren, ein paar Abfüllungen, die sehr gut waren. Aber im Schnitt muss man doch sagen, viele würden Jura nach unten stellen. Irgendwie kann ich was mit Jura anfangen. Ja. Also von daher, okay. Leck. Muss man fast auch hier unten platzieren? Weil im Grunde gibt es jetzt ein Produkt oder zwei oder so. Also relativ wenig. Diese neue Flasche mit dem Grün optisch, finde ich, sieht ein bisschen merkwürdiger aus. Spricht mich jetzt nicht sofort an. Dann habe ich immer den Bezug zu Aaron. Muss aber sagen, das, was ich probiert habe, war okay. Es war halt nur eine Abfüllung. Von daher, ich würde sie nicht ausbaufähig raten, weil es ist einfach ein junges Produkt. Aber es war okay. Ja, also es war jetzt nicht so, ah, die müssen noch dran arbeiten. Ich glaube, da wird was Solides kommen. Und abhängig, wo man seinen Geschmack hat, wird man dann das dann gut einordnen oder eher nicht. Bisher einen probiert, einen für okay befunden. Von daher würde ich sagen, das passt. Legic. Ja, was soll ich sagen? Eins meiner Favoriten. Ist natürlich die rauchige Variante, Tobermory, die Brennerei. Ich glaube, das könnte man mal so ein bisschen zusammenpacken. Ist denn Tobermory auch mein Favorit? Ich glaube, da macht die Unterscheidung dann schon Sinn. Für mich ist Tobermory okay. Du bist gut. Kommt wirklich immer drauf an. Gerade der 18er, obwohl doch, Tobermory muss man schon gut. Es gibt natürlich ein paar Standardprodukte, wo ich sage, ah, die holen mich jetzt nicht komplett ab. Magic ist natürlich ein Favorit. Ihr kennt meine Videos. Ich war auch ja vor Ort, musste mir das anschauen. Da der Hafen, Tobermory, die Stadt ist echt cool. Wie gesagt, Brennerei hat halt kein Lagerhaus oder so. Du kannst halt leckere Whiskys trinken, aber die Tour per se, kannst ein Tasting machen, ja, aber du siehst halt nicht so viel, weil du musst dir vorstellen, du hast halt irgendwie eine Brennerei, die relativ klein ist im Verhältnis, so, ja, und das, was du sehen kannst, die Brennblasen und so, das siehst du halt in allen Brennereien auch. Und ich finde, das ist halt cool zu sehen, wenn man die Brennerei sehen will, dann macht es super Spaß, ne, auch die Schriften, die Logos und so zu sehen, wo liegt die Brennerei, mal die Leute davor zu Ort zu sehen, das ist halt schon cool. Wenn man es aber um diese, wie sagt man immer so, diese Experience, ja, in so einer Warehouse-Tour oder sowas sieht, du kannst aus dem Fass die Stimmung, das ist halt nochmal irgendwie so eine Schippe drauf, das kann man halt schwer toppen, ja. Das ist halt auch dann ein Unterschied, wenn man dann zum Beispiel bei Diensten ist, die in der gleichen Gruppe sind. Ne? Die haben dann so ein kleines Warehouse, was ein bisschen größer ist. Als wir da waren, vielleicht lag es auch am Umbau, dass man so ein bisschen was sehen kann. Aber im Großen und Ganzen, wenn man so ein Warehouse wie bei Springbank oder sowas sieht, das ist dann halt schon irgendwie ja, cooler, muss man sagen. Finde ich persönlich. Heißt trotzdem Legic Favorit, den Stoff, den die da machen, immer wieder grandios, rauchig, dreckig. Lecker, lecker, lecker. Isle of Rothay ist okay. Gab es einige Abfüllungen, die mir gefallen haben, die ich probiert habe. Es ist halt leider noch nicht so viel da. Ja. Ausbaufähig, wie gesagt, ist ja halt von der Kategorie eher so, da war auch was dabei. Das, was ich probiert habe, war jetzt auch nicht so, dass mich total abgeholt hat. Sie spielen halt viel mit den Weinfässern, mit diesen Firkin-Fässern und solchen Sachen. Roggen. Wird so ein bisschen seinen eigenen Stil haben. Ich glaube, die Brennerei, was ich gehört habe, vor Ort soll mega cool sein, wenn man da auf die Insel rübersetzt. Ich hatte halt so ein paar diese Standardprodukte probiert, muss sagen, die haben mir gut gefallen. Man merkt halt trotzdem, ist das ein eher junger Whisky noch. Ja, also ich hatte noch nicht so viel davon, da ich sage jetzt diese ganzen Single Casks probiert. Das, was ich probiert habe, war solide, ja, aber es wäre jetzt nicht, dass ich sage, die
sie bei gut oder so einzustufen. Ne? Da habe ich dann so Whiskys wie diesen Tobermory 18, den ich halt mag, den Manzanilla Tobermory, einen Highland Park 25, eine Highland Park von den älteren Abfüllungen, ja. Unabhängige Highland Park, unabhängige Tobermorys und von Rasey. Leider noch nicht so viel probiert, dass ich dann sage, okay, gut, im Sinne von, das heißt ja nicht die Bewertung, die Brennerei ist auch nicht gut. Ne? Das ist ja mein Geschmack, den ich hier in diesem Tiermaker probiere einzuordnen. Also was schmeckt mir wo und bei euch wird die Liste komplett anders aussehen. Und das ist auch gut so, deswegen schreibt gerne mal eure Reihenfolge auch gerne in die Kommentare. Ja, Rasey kann man hier so dazwischen sehen. Ich würd sagen, können Sie hier, ich will jetzt hier kein Ranking in der Reihe machen, aber ich würde sie vorne ranstellen. So ein bisschen. Ne? Scapa. Gefällt mir gut. Geht so ein bisschen Highland Park. Die Scapas, die ich probiert habe, oft so einen salzigen Touch, unabhängig, Gordon und MacPhail oder so. Wenn man vor Ort ist, man kann einiges probieren. Ein Kumpel hat da was mitgebracht, ich selbst war da noch nicht. Aber die Scapas, die ich immer wieder probiert habe, muss ich sagen, gefällt mir. Ja, also von den Original-Scapern gibt es ja nicht so viel. Und das, was sie auch gemacht haben mit Verdopplung und so weiter, geht halt schon so ein bisschen auf Masse. Auf der anderen Seite muss man sagen, man kann da noch in der Brennerei hinfahren, wenn man da hochfährt. Bei vielen kenne ich jetzt, die fahren zwar auf die Orkneys, aber gucken sich dann Scapa an und nicht mehr Highland Park. Scheint so ein bisschen so die Stimmung so zu wechseln. Man kriegt immer mal wieder was. Bourbonfass-Scapas, von da kann man hier so okay oder gut einraten. Ich würde sie eher gut einraten. Gefällt mir dann doch. Talisker würde ich auch in die Favoriten von dieser Liste tippen. Jetzt nicht allgemein, ne, wenn man jetzt die unterschiedlichen Brennereien tippt, ist Talisker ein Favorit. Für mich ist es trotzdem so ein Punkt. Man kann sie auch locker hierbei gut einstufen. Ich muss aber sagen, der 10er gefällt mir. Der 18er war immer mal so abhängig vom Batch. Der 57 Nord hat mir damals echt gut gefallen. Also, es war quasi immer so, seitdem ich Whisky trinke und zum ersten Mal in den rauchigen Bereich bin, gibt es ein Talisker-Produkt, was ich gern hier zu Hause stehen habe und offen habe. Jetzt ist der 10er und der 18er leer geworden. Jetzt müsste ich mal wieder bei den neuen öffnen. Da ist es halt so langsam, ziehen auch da die Preise an. Ja, jetzt hatte ich gerade so ein paar Samples verkostet, 25-jährigen, 1985er. Ich hatte mal den 30er im Glas. Also Talisker ist für mich schon geschmacklich, holt mich das irgendwie ab. Es hat was Besonderes. Mir gefällt das. Würde ich hier mit Legic unter den Island Whiskys bei mir die Favoriten so eingruppieren. Torrevieja. Das ist so eine Mischung zwischen ausbaufähig und okay. Ich habe zu wenig probiert, deswegen würde ich sie hier nicht unbedingt hier unten einordnen. Würde auch sagen, ist okay. Sie haben halt auch jungen Spirit, so ein bisschen wie Lack. Was mir nicht gefallen hat, als sie das Release rausgehauen haben, sind die Preise sehr hoch gegangen. Und ich glaube, sie haben es eigentlich ziemlich cool gemacht, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen halt nicht so ein fast betünchtes Produkt raushauen, wir wollen einen Whisky raushauen, der wirklich was Leckeres hat, der unseren Brennereicharakter zeigt, also eine Bourbonfassartiges Abfüllung, die wenig Einfluss hatte vom Fasten, wo man noch die Jugend merkt. Man merkt den Torrevieja-Charakter so in die Richtung. Und ich glaube, das war auf der einen Seite für Nerds cool, geschmacklich. Ach, war das dann das, was mich halt nicht so abgeholt hat, wo ich dann sage, okay, geschmacklich müssen sie noch ein bisschen was ausbauen. Aber allein durch diese Transparenz und die Art und Weise, was sie da gemacht haben, fand ich das schon wieder cool. Preis, klar, da hängt ja auch nicht immer die Brennerei mit drin. Also von daher, ich würde es erstmal okay machen im Vergleich zu den Zweien oder hier auch zum Leck, würde ich es auf eine ähnliche, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen besser. Ja, Leck ist halt so ein bisschen rauchig, hat noch, beide hatten noch so ein bisschen diese Jugend, deswegen okay. Das ist so mein Island-Ranking. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr machen würdet, wie ihr die Reihenfolge aufschreiben würdet. Das ist so meins. Legic ganz weit vorne, dann kommt Talisker, danach Highland Park, Scapa, Tobermory, wo ich schon sage, so, das ist die zweite Reihe, wenn man in die Islands geht. Dann Rasey, Arran, Jura, Lag und Torrevieja sind gut. Und tja, Dirk, Distillery. Ich vermeide mal den ersten Namen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie sie gesprochen werden. Ausbaufähig. Das war's. Schreibt mir jetzt, wie gesagt, gerne in die Kommentare, ob euch das gefällt. Ich werde noch ein paar andere Rankings machen, also andere Tierlisten. Vielen Dank.
nochmal Whisky Tales, besucht gerne seinen Kanal. Ich werde den Link zu dieser Tiermaker-Liste hier verlinken, dann könnt ihr das auch selbst raten mal für euch. Und dann das Ergebnis gerne unter einen Kommentar posten. Viel Spaß und bis demnächst, macht's gut und tschüss.